Liebe Münsteranerinnen und Münsteraner, liebe Freundinnen und Freunde, unsere Forderungen sind: stoppt den Handel mit dem islamischen Regime, insbesondere mit allen Unternehmungen, die direkt in der Hand der Revolutionsgarden im Iran sind. Keine Verhandlungen mit der verbrecherischen Regierung im Iran. Schließung der Einrichtung des islamischen Regimes hier in Deutschland, wie die Botschaften und das islamische Zentrum in Hamburg. Diese Forderungen kommen nicht von ungefähr. Wir wollen, dass in der Iran-Politik wieder die Bedingungen der Menschen im Iran an erster Stelle stehen. Menschenrechte und die Unterstützung der Opposition müssen die Außenpolitik gegenüber dem Iran bestimmen. In dieser Woche kam heraus, dass beim größten Autohersteller des Mittleren Ostens, bei Iran Khodro, die Bänder stillstehen. Iran Khodro produziert unter anderem französische Peugeot in Lizenz im Iran. Und auch wenn Peugeot selbst das Land verlassen hat, wird dort weiter in Lizenz produziert. Der Generaldirektor dieses Unternehmens, das Hunderttausende beschäftigt, hat einen Brief an den Wirtschaftsminister im Iran verfasst und darauf hingewiesen, dass sie keine ausländischen Devisen mehr haben, keine Dollar mehr haben, um ihre Vorprodukte einzukaufen, deswegen die Bänder stillstehen und wahrscheinlich 200.000 Autos weniger produziert werden. Das zeigt, dass die finanzielle Situation des Irans und damit auch des islamischen Regimes, mit dem sie all die Repressionen finanzieren, weiterhin kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Und mit jeder finanziellen Krise erhöht sich auch der Druck auf die Regierung von Ebrahim Raisi und den Revolutionsgarden. Der offizielle Wechselkurs des Iran, also der Devisenmarkt im Iran, ist staatlich reguliert und hoch subventioniert. Deshalb weicht auch der offizielle Wechselkurs so stark ab von dem Kurs in den Wechselstuben für die normale Bevölkerung. Der Wechselkurs steht nur auf Antrag großen Unternehmen zur Verfügung und unterliegt daher auch der Korruption und der Günstlingswirtschaft des islamischen Regimes, der iranischen Machthaber dort. Sie entscheiden, wer Geld zum Wechselkurs also staatlich festgelegten Wechselkurs tauschen darf. Eine Ausweitung. Iran Khodro gehört offensichtlich nicht zu den ersten Günstlingen des Regimes, aber die Kassen sind leer. Deswegen kann die iranische Regierung nicht mehr die Subventionen des Wechselkurses ausweiten. Das ist wohl nicht möglich. Die Abwertung des offiziellen Kurses allerdings würde den Unternehmungen der Revolutionsgarden schaden. Und deswegen ist es so, dass jetzt die Bänder stillstehen. Eine weitere wirtschaftliche Nachricht diese Woche: die Kontingente für subventionierte Benzinpreise wurden im Iran stark gesenkt. Das Benzin wird teurer. In diesem Jahr, im Jahr 2019, hatte die Anhebung der Benzinpreise noch zu landesweiten Protesten geführt. Die waren so massiv, dass sie zum damaligen Zeitpunkt die stärksten Proteste im Iran überhaupt waren. Im Moment ist es so, dass die Proteste im Iran allerdings gar nicht erst abgeebbt sind. Auch in diesem Jahr haben sie nicht wirklich aufgehört. Erst vorgestern nach dem Fußballderby in Teheran sind die Menschen wieder auf die Straße gegangen, riefen nieder mit der Diktatur in verschiedenen Stadtteilen von Teheran, in Abadan, in Khuzestan, Proteste gegen den Tod eines jungen Mannes, bei denen auch wieder zahlreiche Menschen mit Schrotmunition verletzt wurden. Und gestern wieder eine Großdemonstration, jeden Freitag seit über 8 Monaten in Saredan, in Balochistan, im sunnitischen Landesteil. In dieser Situation sind die Regierungen in der EU, den USA und weltweit nicht in der Lage, an der Lage der Menschen im Iran interessiert, an der Situation der politischen Gefangenen und einer politischen Veränderung im Iran. Sie verhandeln stattdessen weiter um ein Thema, das nur den Westen, nur Sie persönlich interessiert, das Atomabkommen. Sie haben sicher schon oft davon gehört. Das Atomabkommen, die lockeren Formulierungen und Ihre geopolitischen Interessen. Der USA,
Der Iran-Gesandte Robert Melly verkündete diese Woche nochmal öffentlich, dass die Gespräche nie tot gewesen seien, dass sie immer weiter verhandelt haben. Und wir haben immer wieder Durchstechungen bekommen, dass zwischen USA und Iran über verschiedene Umwege und auch der Europäischen Union weiter verhandelt wurde. Amerikanische Verhandler waren diesen Monat in den Oman gereist und der dortige Sultan dann nach Teheran. Zwei europäische Geiseln wurden im Gegenzug zu einem Regimeterroristen freigelassen, aber im Kern geht es weiter um den Atomdeal. Die IAEA, die Atombehörde, hat jetzt auch wieder aus dem Iran aktuelle Informationen erhalten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat mir einen Hehl daraus gemacht, dass sein einziges Ziel eine Fortführung des Atomdeals ist und alles andere hat er zur Seite gewischt. In diesem Zusammenhang sei auch nochmal erwähnt, dass der syrische Diktator Assad mit seinen Foltergefängnissen im Zuge dieser Verhandlungen wieder auf der internationalen Bühne gehoben wurde und die finanzielle Situation des Regimes, des islamischen Regimes, steht weiterhin eigentlich auf der Kippe und gleichzeitig sollen eben mit diesen Verhandlungen Gelder freigegeben werden. Zum Beispiel 7 Milliarden Dollar aus Südkorea, die im Moment eingefroren sind. Auch dieser Deal steht kurz vor dem Abschluss und sie werden bald freigegeben. Das heißt, obwohl das islamische Regime, die Revolutionsgarden so sehr unter Druck sind, sorgen die Verhandlungen dafür, dass sie bald wieder Lockerungen bekommen und dann ihr Spiel weiterspielen. Und genau dieses psychologische Spielchen, das machen die europäischen Regierungen mit. Sie lassen sich erpressen vom iranischen Regime. Alles, was uns hier beschäftigt, was Sie hier sehen, die Hinrichtungen, die politischen Gefangenen, die Folter, die Proteste auf den Straßen, die iranische Armee, die diese Woche in Kurdistan nochmal eingerückt ist, verstärkt, um gegen kurdische Parteien vorzugehen. All das, die Umweltbedingungen, die streikenden Arbeiter und ihre politischen Rechte, all das steht bei diesen Verhandlungen nicht auf der Tagesordnung. Es spielt für die europäischen Regierung, es spielt für die USA und die Weltgemeinschaft keine Rolle. Sie wollen Deals abschließen und wenn die Menschen im Iran und ihre Proteste eine Rolle spielen, dann nur als Verhandlungsmasse, um eben demnächst wieder handelsfrei geben zu können und verhandeln zu können. Und genau deshalb schweigt auch die Bundesregierung, schweigen auch die regierenden Parteien SPD, FDP und Grüne zu den Iran. Dabei verhandeln wir mit einer Regierung von Ebrahim Raisi, der persönlich für Folter und Hinrichtungen verantwortlich ist. Erst diese Woche hat der ehemalige Gefängnisdirektor des Evin-Gefängnisses, Motazavi Zanjani, selbst beteiligt an diesen Verbrechen, in einem Interview nochmal bestätigt, dass Ebrahim Raisi persönlich die Befehle zur Hinrichtung tausender Gefangene in den 80er Jahren an die Gefängnisleitungen übermittelte. Motazavi berichtete auch, dass systematisch Vergewaltigungen für zum Tode verurteilte Frauen angewandt wurden. Sie durften demnach nicht als Jungfrauen ins Paradies kommen. Eines der Kaderzentren des islamischen Regimes steht mitten in Deutschland. Die sogenannte Blaue Moschee, das islamische Zentrum Hamburg. In Hamburg läuft gerade ein Prozess, der noch einmal Details an das Tageslicht bringt. Die Leiter des Zentrums werden direkt vom Religionsführer Ali Khamenei bestimmt und nach Deutschland gesendet. Dies haben durch den Verfassungsschutz beschlagnahmte Briefe noch einmal bestätigt und belegt. In der Vergangenheit leiteten zum Beispiel Mohammad Beheshti das Zentrum, der anschließend oberster Richter im Iran wurde. Mohammad Khatami leitete von Hamburg aus das Zentrum. Der Präsident des Irans wurde und Reza Ramizani leitete noch bis 2008 das islamische Zentrum in Hamburg. Und noch während dieser Zeit war er im Expertenrat in einem der obersten Verfassungsgremien des Iran Mitglied. Von Hamburg aus werden die iranischen Kontakte und die Unterstützung der terroristischen Hisbollah gefördert. Deshalb noch einmal, wir fordern, dass die Regierungen in Europa, des Westens, aber auch der gesamten Welt sich hinter die Menschen im Iran stellen und nicht für ihre eigenen Interessen Deals abschließen. Stoppt den Handel mit dem islamischen Regime, keine Verhandlungen mit einem verbrecherischen Regierung im Iran
Schließung der Einrichtung des islamischen Regimes in Deutschland sowie der Botschaften des Islamischen Zentrums Hamburg. Dankeschön. Danke, Olaf. Also wir werden gleich eine Musik hören von diesem Mann, der jetzt seit Monaten im Gefängnis, im Einzelzelle, Isolation und keiner weiß, wie es ihm geht. Seit Monaten, keiner weiß, was mit ihm ist. Wir wissen nur, dass er mit einem Auge ein Problem hatte und wahrscheinlich mit einem Auge verlieren. Und da machen wir eine Musik für zwei deutsche Staatsangehörigkeiten, die im Iran zurzeit im Gefängnis sitzen. Zwei deutsch-iranische Staatsangehörige, eine Frau Nahid und der Mann Jamshid. Der Mann ist zum Tode verurteilt worden und die Frau lebt auch in Isolationszelle im iranischen Gefängnis.